Ja, hallo zusammen, es ist wieder Zeit zu üben. Ich zeige euch heute, was auf meinem Übeplan steht. Und zwar nehmen wir ja am Montag und am Dienstag noch ein paar Stücke auf. Duo akustisch, also Klavier und Geige. Und ich zeige euch jetzt heute, welche das sind. Und gehe dann nochmal durch, dass ich da dann sicher bin für die Aufnahme. Je sicherer man ist, je weniger Takes braucht man. Hoffentlich. Wir wollen das Ganze schon am Stück durchspielen, ohne Schnitte. Ohne Fehler. Deshalb ist Vorbereitung da sehr wichtig. Genau, das erste Stück ist der ungarische Tanz Nummer 5. Den gehe ich jetzt erst einmal langsam durch mit einem Metronom. Also jetzt nicht wirklich langsam, aber langsamer. Ihr hört dann nur jetzt einen Ausschnitt, vielleicht so die ersten paar Takte oder so. Und dann, wenn das Ganze veröffentlicht ist, könnt ihr dann euch das gesamte Stück anhören. Wir sind da in G-Moll unterwegs. Dann ins Originaltempo. Okay, und dann einmal ohne Metronom. Okay, das war der ungarische Tanz. Jetzt kommt noch ein Mozart, und zwar der türkische Marsch, Rondo alla Turca. Das auch erst einmal ein bisschen langsamer. Dann Originaltempo. Gut, dann einmal ohne Metronom. Letzte noch. Vivaldi der Sommer. Da haben wir jetzt ja eigentlich schon so eine Crossover, also Classical Crossover-Version gemacht. Aber das Ganze wollen wir jetzt auch nochmal akustisch aufnehmen. Also nur Geige und Klavier. Okay, dann im Originaltempo. Einmal ohne Metronom. Okay, das waren die drei Stücke.
Ich gehe jetzt noch so ein paar Tonleitern und Arpeggien durch und wir sehen uns dann bei der Aufnahmesession am Montag. Viel Spaß und ciao.